Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Es ist mal wieder an der Zeit für ein eher ungewöhnliches Unboxing-Video, denn ich brauche für mein altes, treues MacBook Air einen neuen Mini-Display-Port auf DVI-Adapter. Ihr wisst es vielleicht, bei Apple ist ja Mini-Display-Port in Thunderbolt mit integriert. Thunderbolt ist eigentlich nichts anderes als ein Crossover aus Mini-Display-Port oder aus Display-Port und einem PCI-Express, damit auch schön Daten hin und her geschoben werden können. Apple selber vertickt dafür solche Adapter. Das hier ist kein Original-Apple-Adapter, denn die wollen damals und heute immer noch für so ein Stück, naja, Plastik eigentlich, 30 Euro, also 29 Euro bei Apple. Ich habe damals mir gedacht, die spinnen doch, hab mal rumgeguckt, hab bei Amazon geguckt, hab bei eBay geguckt und dort gibt es die Dinger schon für 3, 4, 5 Euro im Nicht-Nachbau, aber naja, sind sie halt erhältlich. Ich habe mir damals auch für 3,99 einen zukommen lassen. Problem ist nur, da wartet man dann eine ganze Woche drauf und das Ding hat jetzt hier auch gute 2 Jahre bei mir seinen Dienst verrichtet, ohne Probleme, alles tuffig, alles problemlos. Und ja, ich habe noch einen alten DVI-Monitor und an den soll jetzt mein MacBook Air wieder angeschlossen werden. Leider hat der Adapter hier seinen Dienst verweigert, deswegen habe ich fix mal rumgeguckt. Und wo geht man heutzutage hin? Natürlich, eBay und Amazon ist es immer noch. Mein Amazon-Päckchen kam ruckzuck an, wobei es wurde als Brief verschickt. Und drinnen ist lustigerweise, es gibt ja gar keine Rechnung mehr. Amazon geht ja hier und da inzwischen über zum druckt euch doch euren Käse selber aus. Nicht mehr diese kleinen Zettelchen. Früher gab es noch ein ganzes DIN A4 Blatt, dann gibt es nur noch die kleinen. Und inzwischen muss man bei Amazon sogar selber ausdrucken. Wenn man bei Amazon dann nach Mini-Display-Port auf DVI sucht, dann wird man eigentlich zugeschlagen mit diesen Dingern von CSL, sagen wir es deutsch, TSL Computer GmbH. Das sind die, die da überall, alle Adapter, alle Kabel, was weiß ich, das sind die Dinger, die einem überall hinachgeschmissen werden. Ganz günstig sind die Dinger gefühlt nicht. Die Adapter kosten da auch schon, naja, ich sag mal 8, 9 Euro. Klar, natürlich ein Drittel von dem, was Apple verlangt, das geht dann in Ordnung. Ich habe mir diesmal aber gedacht, bevor ich hier dann wieder eine Konstruktion aus Adapter plus Kabel dann habe, bin ich diesmal faul und ich brauche auch kein langes Kabel und habe mir jetzt hier für 11 Euro den Adapter inklusive dem 1 Meter Kabel gegönnt. Gibt es dann auch noch in 2 Metern, 3 Metern, 5 Metern und sowas jeweils für 1 Euro mehr. Und ich bin jetzt mal gespannt. Ich werde das Ding jetzt hier kurz auswickeln und gucken, ob es denn wirklich passt von der Länge. Also, da haben wir hier wieder unseren Mini-Display-Port bzw. Thunderbolt. Sieht ein Ticken anders aus hier inzwischen, aber funktionieren nach wie vor gleich. Und auf der anderen Seite dann unseren DVI-Eingang. Klar, das sieht hier auch ein bisschen anders aus. Beim Adapter habe ich halt den weiblichen und da ich ja direkt hier als Kabel habe, habe ich hier natürlich einen männlichen DVI-Port. So, und das Ganze, der 1 Meter, ja, kommt dicke hin. Und wenn man das am Schreibtisch stehen hat, dann sollte es reichen. Wenn man natürlich mehr Abstand braucht, dann greift man natürlich zu einem 2, 3, 5 Meter Kabel. Aber lasst es uns mal eben anschließen. Weiter geht's. Das DVI-Ende habe ich schon in meinen Monitor reingesteckt und festgeschraubt. Jetzt bleibt noch das andere Ende, also Mini-Displayport oder Thunderbolt übrig. Das lege ich natürlich hinten rum, damit es schön aussieht. Stecke es in den Displayport. Ah, vielleicht sollte ich es auch noch schnell drehen, damit man es synchron sieht. Und Trommelwirbel, yep, eingesteckt, wird direkt erkannt. Und, rödel, rödel, tada! Es funktioniert, die Dinger stehen nebeneinander. Ich passe kurz noch die Kamera ein bisschen an, damit man so ein bisschen sieht. Klar, das stelle ich gleich noch vernünftig hin. Und jetzt kann ich mein MacBook Air ganz normal am externen Monitor betreiben, Fenster hin und her schieben. Und auch mit meinem alten MacBook Air von 2011 läuft das alles noch ziemlich flüssig und problemlos. Und ich freue mich jetzt wieder drauf. Ich habe jetzt 2 Monate nur am MacBook gehangen, beziehungsweise nebenher noch mit dem Windows-Rechner gearbeitet. Aber Videos und alles Mögliche habe ich nach wie vor nur auf dem MacBook Air gemacht und dann nur auf dem, naja, kleinen 13-Zoll-Monitor. Und ich freue mich jetzt wieder nebenher noch für, es ist doch ein anderes Arbeitsvergnügen, mit dem externen Monitor noch dazu zu arbeiten. Plus dann natürlich
Tastatur und Maus. Klar, einige ziehen das Trackpad vor oder dann auch noch so ein Magic Trackpad. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall erstmal auf solches Arbeiten wieder. So, das soll es gewesen sein. Also an dieser Stelle der Hinweis, es muss nicht immer original Apple sein. Man kann kräftig sparen, wenn man auch auf Nachmacher oder andere Hersteller ausweicht, die auch eine astreine Qualität liefern. Und mal ganz ehrlich, wenn dann so ein 4 Euro Hongkong-Teil alle 3 Jahre neu gekauft werden muss, weil es dann doch nicht so verbindungssteif ist, beziehungsweise weil sich hier die Drähte lösen, weil je nachdem, wie man damit umgeht, wie oft man da auch immer mal wieder seine Anschlüsse hin und her biegt und so, wenn das Ding dann den Geist aufgibt, nach 3 Jahren oder selbst nach 2 Jahren oder nach selbst jedes Jahr, für den Preis könnt ihr euch von Apple, könnt ihr euch da 7, 8, 9 neue von den günstigen Dingern holen. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!